Okay. Was machen wir heute? Kommt er nie drauf? Wir spielen eine Runde PUBG. Und zwar in Rondito de la Chanson de la Muerte. Infernale. Wo muss man hin? Was machen wir denn hier überhaupt? Stun Grenade. Dafür kriege ich einen Flash, hat er jetzt nicht bekommen. Das ist auch nicht mal. Boost-Items? Das ist gut. Das nehmen wir. Smoke Grenades gegen eine BZ-Banane, das ist doch nicht mal. Ja, okay. Also das zwei ist das gut. Das beides ist gut. Battle Ready Pack ist gut. Battle Ready Kit und Smoke Granatenwerfer. Der ist praktisch. Das sind so Dinge, die macht man halt am Anfang, ne? Das macht man am Anfang einmal, dann ist es erledigt. Schaut euch in der Lobby das an. Da müsst ihr nicht. Dann später im Game, wenn die in der Hitze des Gefechts rumeiern, macht er das direkt am Anfang. Und dann geht's los. Match starts. Ich spiele nochmal das Intro ab, weil es so cool ist. Weil es einfach ein schönes Intro. Wenn wir jetzt hier im Flieger hocken, können wir uns noch ein bisschen die Musik anhören. Wo jumpt man raus hier? Funk tun? Funk tun? Können wir machen, ne? Nee, 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 nee. Bei Rondo ganz wichtig. Die Map ist echt erbarmungslos, was. Die Map ist echt erbarmungslos, was Zone anbelangt. Das bedeutet, ihr müsst schauen, dass ihr in der Mitte rausspringt. Es hilft gar nichts, wenn ihr hier am Rand rausspringt und ewig rumlootet und dann einmal quer durch die Map fahren müsst. Es ist ultra weitläufig. Deswegen mein Tipp: geht irgendwo ins Zentrum der Karte, wenn es möglich ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als an der Zone zu sterben. Und in Rondo ist Zonentod einer der häufigsten Todesursachen, weil man wirklich echt meistens. Lass mich mal darüber gucken. Da gibt es immer guten Loot, glaube ich. Da gefällt es mir eigentlich meistens. Test Track. Kommt da noch einer runter? Habe ich die Bude für mich? Nee, oder? Kommt da keiner? Okay, mir ist da unten kommt einer runter. Markiert euch die Punkte, an denen die Gegner runterkommen. Das ist schon gar nicht schlecht. Passt aber, oder? Okay, das war nicht schlau. Ich glaube, bei mir ist keine Runde gekommen. Sonst like that. Macht die Türen hinter euch zu, ganz am Anfang. Ach, nee, oder? Wie geil ist das, bitteschön. Schalli gleich. Aber nur eine Pfanne. Ich brauche Muni. Ich brauche eine Waffe. Ich verletze hier gerade alle meine Grundregeln, die das sind, zuerst eine Waffe aufsammeln. Aber es war kein Hot Drop. Deswegen habe ich es jetzt erstmal nicht so eilig. Immer noch keine Waffe? Schön. Immer noch keine Waffe? Oh, geil. Guck mal, hier. Die erste Challenge erledigt und du bisher nur eine Pfanne. Schön. Immer noch keine Waffe. Ja. Also in dem kompletten Gebäude bisher keine Waffe gefunden. Schön. Also eine Pfanne. Okay, Pfanne zählt eigentlich, ne? Pfanne ist mächtig. Dark. Ah, da ist eine Pistole. Ich habe ja vorhin schon rein. Guck, es ist aber auch Zufall, ob da jetzt Zeug rumliegt oder nicht. Okay, wir nehmen 14, ganz ehrlich. What the fuck? M14 oder was? Und eine Scorpion. Ah, ne, ist keine Scorpion. Uzi. Gut. Umdisponieren geht über Studieren. Wir montieren den ganzen Scheiß dran. Okay, los geht's. So. Jetzt haben wir zumindest mal eine Waffe. Keine Munition für das Ding. Okay, scheiße. Ich meine, egal. Wir haben ein bisschen Zeug. Machen wir erstmal hier ein bisschen sortieren. Extended Quick Draw. Passt. Warum habe ich den Schalli an die M16? Einfach. Auf Distanz ist Schalli viel mächtiger als auf Nahkampf.
Deswegen. Wir nehmen uns mal die Halle da drüben vor. Deswegen lieber den Charlie auf die DMR. Und da ich bisher nur die M16 als DMR habe. Mach ich das jetzt? Machen wir mal so. Passt. Das Quick Draw. Ne, brauchen wir nicht. Achso, für die Pistole will das. Okay, alles klar. Jetzt lurchen wir hier noch kurz durch. Sammeln das ganze Zeug ein. Munition schadet nicht. 98. Hat kein Charlie. Vergiss es. Vergiss es, Alter. Nix da. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Sniper mit Charlie und einer DMR ohne, dann nehme ich. Jetzt sage ich es auch schon, Sniper. Dann nehme ich auf jeden Fall immer das mit, für das ich einen Schalldämpfer habe. Das ist einfach. PUBG 101. Die Ork. Nee. Ich spiele gerne im Fair. Wie waren das eigentlich? Die Ump? Die Ump ist supposedly eine der besten. Eine der besten SMGs, ne? Laut Umfrage auf PUBG Twitter. Flugzeug. Eure Sniper, wenn ihr mit der M16 snipern wollt, dann müsst ihr den auf Einzelschuss umstellen. Kommt das Ding. Ach, wie geil. Okay, alles klar. Let's push that. Let's push that. Das wird hässlich, ich weiß. Entweder gehe ich jetzt drauf oder ich bin danach Level 3, Dude. Meist alles weg, was er nicht braucht. Wenn er so einen Move macht. Insbesondere wenn er 30 dann Bandage macht. Charlie, auf die M16. Pushen wir allein dahin. Kein anderer da oder was? Nee. Wirklich? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, genau. Da ist er. Hat er mich nicht gesehen, oder? Der hat mich echt nicht gesehen. Ärgerlich für ihn. Ärgerlich für ihn, gut für mich. Wir rennen schnurstracks drauf zu. Keine Zeit für Späßchen. Gucken, was da drin ist. Oh, Crosser. Sie nett. Ghillie Suit. Charlie. I'm happy. Not good. Okay. Gut. Und jetzt wieder weg. Weil die jetzt noch bräuchten wir, ne? Wieso kann ich... Wir machen das so. Shit. Eine DMR brauchen wir noch. Hat er eine? JS9. Mutant. Nix da. Nix für mich. Mm-mm. Gut. Keine DMR für mich. Wir brauchen noch ein bisschen 556 Muni. 762 Muni, meine ich. Und eine DMR. Das sind die zwei Dinge, die bei mir auf der Wunschliste stehen gerade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin keine übersehen habe, oder? Not really. Weg. PZ weg. 76 her, genau.
DMR brauche ich noch. Sag mal, bin ich barfuß tatsächlich? Ich bin barfuß. Okay, alles klar. Ich bin barfuß. DMR für mich bitte. Ich suche lieber in den kleinen Häusli. Weil große Häuslich sind immer ein bisschen problematisch. Center Crypto. Ne, warum nicht? Dragunov. Smoke Grenade. Achso, da bin ich. Ja. Na, ich depp, jetzt hab ich's schon wieder. Reflexe. So wird es lassen. Auch noch eine DMR. Zieht ganz schön nach oben. Munitionsrecycling. Ist immer gut, wenn die Gegner Muni dabei haben. Dann kann man sich die Munition, die man für die Gegner verwendet hat, gleich wieder zurückholen. Immer noch meine DMR. Geht ja nicht dran. Mann, zu viele Bandagen. Schon ultra nervig hier gerade. Sneaky, sneaky, sneaky. So, hauen uns mal noch was so eins rein. Wir müssen in die Zone. So viel Munition dabei, oder? Ah, das lassen wir alles. Ja, passt. Come on.
Das ist jetzt die erste DMR, die ich finde. Passt. Die SKS ist die schlechteste DMR im Game. Aber es ist eine DMR. Und ich bin da nicht picky jetzt gerade. 4er-Scope ist natürlich jetzt auch nicht so der Knaller, aber egal. Ja, top. 2 Charlies. Super. Jetzt wird gesnipert schon. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Der andere Typ hat mich nicht gecheckt. Okay. Sieht gut aus erstmal. Hatte denn die irgendwas Sinnvolles? Irgendwas Sinnvolles. Mark 12. Viel geiler. Bandagen weg. Was? Zweimal hintereinander getroffen. Das ist nicht schlecht. Der hat zweimal hintereinander getroffen mit Level 34. Mhm. Na, das will ich mir doch mal angucken. Das will ich mir doch mal anschauen, wie der jetzt, was der jetzt gleich macht. Dem seine Kills möchte ich mir jetzt mal anschauen. Legit or not legit? Level 34. Ich meine, ich habe auch viel getroffen. Fair point. Kann ich nichts sagen, aber. Ich glaube, er hat auch einmal daneben geschossen, oder? Ich glaube schon. Ich hätte mich umdrehen müssen und direkt auf ihn rotzen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, aber nachher ist man immer schlauer. Ich dachte, es war der links, deswegen dachte ich, ich kann in Deckung rennen. War nicht der Fall. So, jetzt gucken wir mal, ob er Headies macht oder nicht. Auto-Aim? Nee, kein Auto-Aim, oder? Alter Schwede, okay, er lässt sich einfach Ultra-Zeit zum Schießen. Was er auch nicht macht, zum Beispiel, ist Nachladen. Wird überschätzt. Noch eine Kugel jetzt drin in seiner Sniper. Egal. Vielleicht habe ich mir auch einfach echt zu viel Zeit gelassen mit meiner Looterei. Das war vielleicht einfach nur dumm. Ich hätte eigentlich einfach... Jetzt hat er nachgeladen. Okay, alles klar. Passt. So, Level 34. Da rechts vor ihm ist einer. Er sieht ihn nicht, oder? Doch, hat ihn gesehen. Ja. Er schießt nicht drauf. Das ist eigentlich smart, weil wenn er drauf schießt, der andere dreht sich um, dann steht er ewig in der Zone. Ich würde auch nicht drauf schießen. Ich würde ihn einfach in die Zone reinrennen lassen und würde aber auch selber in die Zone reinrennen. Da vorne steht er. Neben dem Stein hier. Mit meinem Eye-Tracker kann ich euch das zeigen. Hier an dem Stein, wo ich jetzt gerade hinschaue. Genau. Da ist er jetzt aber nicht mehr, oder? Sieht nicht so aus. Ne, ist weiter gerannt. Macht doch Sinn, weil es ist noch... Autsch! Ist das ein Bot, oder? War das ein Bot? Ja, ne. Krisch? Krissisch? Das ist ein Bot. Gewesen, glaube ich. Noch 15. Le Parti de la Chanson bald vorbei. Ja. Oh, oh, oh. Was? Vor dir ist einer. Vor dir steht einer direkt. Vor dir steht einer. Da. Teilweise macht Zuschauen echt mehr Spaß als ich bin. Oh mein Gott, der nächste Bot. Jetzt heile ich erstmal in Gottes Namen. Subrumrak. Mach das mal hier.
Der hat übrigens seinen Rückstoß schon gut unter Kontrolle gerade gehabt. Jetzt muss man schon mal das sagen. Ja, ja gut, weiter vorgrip, deswegen. So, jetzt guck mal, da rechts war noch einer, ne? Irgendwo an der... Das war aber ein Bot. Vor dem brauchst du keine allzu große Angst haben. Der hinter dir war kein Bot. Der ist gefährlicher. Der jetzt hinter dir ist. Genau, der da. Obwohl, das ist auch ein Bot. Nee, keiner. Salkitekat. Salkitekat war kein Bot, habe ich es nicht gesagt. So, und wo ist der andere? Da war nämlich noch ein Bot. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt gibt's. Der Typ da oben, genau. Das war der Bot. Hat er sich den Ghillie genommen? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube nicht, ne? Nee, er hat nicht. Der Typ ist ein Bot da oben, keine Sorge. Vor dem brauchst du keine Angst haben. AKM und SKS. Hult 100, das war der, von dem ich gesagt habe, dass es ein Bot ist, ne? Noch 10 am Leben. Ja, das geht, das geht. Gut möglich, dass der Kittekat hier sehr weit nach vorne kommt. Aber er hat keinen Schalli. Es müssen an sämtlichen Boxen müssen Unmengen an Schallis rumliegen. Wieso hat er sich da keinen mitgenommen? Okay, an der SKS hat er einen. Die SKS ist nicht gut, ey. Die SKS ist nicht gut. Ja, da gibt es einfach zig Knarren, die mir lieber sind. Die hat einen Bullet Drop, das ist echt gruselig. Gut, die Dragunov hat auch einen Bullet Drop, der gruselig ist, aber die Dragunov hat wenigstens den Vorteil, dass man diese One-Shot-Kills machen kann. Gut, die schlägt natürlich auch hoch wie so ein Donkey, aber ich glaube, also die Dragunov ist Meta. So, das muss direkt vor dir sein, dieses Rumgeballere. Ich sehe ihn nicht bisher. Ja, genau, da würde ich auch tippen, dass er ist. Wahrscheinlich hier hinter dem Stein, ja, kann sein. Vielleicht hinter dem Stein auf der rechten Seite, vielleicht ein bisschen weiter rechts, glaube ich. Ist das der Stein, wirklich? Not sure. Ich glaube, das ist, genau, ich glaube, es ist der Stein hier. Ah, nee, da ist er. Da war er. Dann gesehen? Ja, genau. Er hat dich gesehen, by the way. Er hat dich gesehen. Und er hat einen Sniper. Genau, das ist eine gute Idee. Boink! Ja. Geht die bis rüber? Nee, ne? Die landet doch vorher. Nice! Ich muss den Mic-Drop-Button drücken. Das war gut. Die zwei Schüsse waren gut. Das hat er gut gemacht. Der Brosef. Die zwei Schüsse haben gepasst, ey, mein lieber Scholli. Quick Spot. Scope around. Noch 6 am Leben. Ich sehe keinen gerade. Da ist eine Crate. Oh, es schießt einer. Ist auf der anderen Seite im Wald. Genau, da oben irgendwo. Ich habe ihn gesehen, glaube ich. Da drauf zu rotzen ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Ah, ja, so ist besser. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist auch gut. Lauf rein. Ja, nimm eine Pfanne. Nimm die Pfanne. Mit dem kannst du mit der Pfanne platt machen. Der weiß nicht, dass du von hinten kommst. Scheiße, von rechts kommt noch ein Auto und vor dir ist der Sniper. Oh mein Gott, das ist ultra hässlich. Haben sie den gekillt? Ich hab's nicht gesehen. Ja. Der wurde weggesnipert. Hinter dir ist ein... Der ist tot, Mann. Ignorier den. Kümmer dich lieber mal um das Auto, was da hinter dir rumfährt. Oh. Ich sollte PUBG-Consultant werden. Nicht spielen, einfach nur reden. Kittekat, Mensch ins Kind, hey. Du hast mir jetzt mal einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. Oh, oh. Andere Seite vom... Ja. That's much better. Nee, da bist du... Jetzt bist du tot. Ah, GG. Hab es nicht gesagt. Er war aber auch in der Scheißecke gesteckt, das muss man sagen. Der hat's halt gut, ne? Der kann von oben runter snipen. Ja, ich hab's ja gesagt. Also, den wir als erstes gesehen haben. Yes, sir. This is brilliant. This is good. This is good. This is good. Genau. Wenn du Higher Ground hast, in so einer Situation gewinnst du das Spiel. Du dominierst das Spiel einfach. Um, auch mit, also wenn du wenig Skill hast, kannst du das Spiel so dominieren. Weil die anderen müssen zu dir kommen und du hast High Ground und kannst immer hinter deinem
Baum in Deckung gehen. Also das ist schon komfortables Spielen an der Position. Wohingegen, wenn du da unten bist und dann im schlimmsten Fall noch von der Zone rausgepusht wirst, dann hast du eigentlich keine Chance gegen jemanden, der so, so eine Position hat. Deswegen spiel die Karte. Du musst die Karte spielen. Das ist das Wichtigste bei dem Game. Man kann, glaube ich, Chicken Dinner bekommen, wenn man nur einen Schuss abfeuert. Es reicht ein Schuss für den letzten. Das ist, wenn man Glück hat, braucht man gar keinen. Ihr müsst die Karte spielen. Die ist genauso hinter dir. Oh, shit. This is ugly. This is ugly. Oh mein Gott, der wurde gerade voll gesandwiched. Meine Güte, war das krass. Nice, I love that. Ja, den hat er jetzt, oder? Der kriegt's jetzt. Ich glaube, der andere gewinnt. Markier mal, schau mal, ob der in der Zone ist. Das ist das Wichtigste. Markiert dann sofort und guckt, ob der andere in der Zone ist. Weil dann wisst ihr, ob er raus muss aus der Zone. Das war eine Granate. Gott, die sind beide nicht gut, glaube ich. Ja, das ist gut. Das ist schlau. Der ist nach links. Was hat der? Eine VSS oder was? Könnte es sein, ne? Leg dich hin, wenn du sowas machst. Die kann der niemals heute werden. Markier den jetzt. Ich will wissen, ob der noch in der Zone ist. Okay, alles klar. Bad Cat. Die letzten zwei haben sich nicht so gut angestellt. Der Typ, den wir vorher zugeguckt haben, war viel interessanter. So oder so, sage ich mal. Danke fürs Zuschauen. Und schaut's gern beim nächsten Mal wieder zu. Passt auf euch auf. Genießt euer Leben und das Wochenende. Und ja, so weit, so gut. Ciao, ciao.